Es ist der 14. September 1972, als Frau Kern ein Paket vom Postboten übernimmt. Keiner ahnt, dass dieses Geschenk den Tod bringen wird. Eine klassische steirische Jause, die man auf jedem Bauernmarkt in Graz erhält. Mit verhackert, mit Würsten, mit Bier. Der Heinz Kern ist heimgekommen und hat sich eine Jause genommen, hat sich ein verhackert Brot gestrichen und nächsten Tag am Vormittag kam er ins Krankenhaus und ist dann kurz darauf, einige Stunden darauf, verstorben. Heinz Kern wird Opfer eines Giftanschlags. Es gibt zahlreiche Spekulationen, wer der Täter oder die Täter sein könnten. Also man hat vermutet, dass es aus der Konkurrenz sein könnte, aber auch genauso aus einer Liebschaft vielleicht des Herrn Kern, dass da irgendwie aus Eifersucht jemand den Herrn Kern getötet hat. Bis heute beschäftigt die Beamten der Cold Case Abteilung der Fall rund um den Tanzlehrer Heinz Kern. Wird man den Fall mit moderneren Techniken vielleicht doch noch lösen können? Sehr wesentlich ist der Fortschritt in den forensischen Wissenschaften und in der Kriminaltechnik, um alte Fälle vielleicht doch noch aufklären zu können. Heinz Kern gehört in den 70er Jahren zu den erfolgreichsten Tanzsportlern seiner Zeit. Er gewinnt zahlreiche Turniere und eröffnet zusammen mit seiner Frau eine gut gehende Tanzschule. Er ist auch in der sogenannten High Society in Graz ein gern gesehener Gast. Heinz Kern war ein Tanzlehrer, der in Graz eine Persönlichkeit war. Er hatte eine gute Ausstrahlung, er war wirklich attraktiv. Er war so etwas wie ein Dancing-Star, würde man ihn heute nennen. Er war auch ein Frauenheld, er war ein Charmeur, er war mehrfacher Staatsmeister im Turniertanzen, also er war ein Prominenter. Doch er hat nicht nur Freunde. Es wird gemunkelt, dass er äußerst ehrgeizig war. Und dieser Heinz Kern war jemand, der auch ein bisschen mit Ellbogen gearbeitet hat. Also er war schon sehr vom Erfolg besessen. Er wird so beschrieben, dass er über Leichen gegangen wäre, wenn es um den Tanzsport gegangen ist. So gab es das Gerücht, dass er einem guten Freund und Tanzschullehrer versprach, niemals eine Konkurrenzschule zu eröffnen. Dieses Versprechen brach er später, was ihm einige seiner Mitbewerber sehr übel nahmen. Doch auch im Privatbereich sagte man ihm einiges nach. Der Herr Kern wurde als charmant beschrieben und seine Frau selbst hat in einem Interview mal gemeint, er war sicher ein Liebling der Damenwelt. Und er hatte auch, so erzählt man sich in Graz, das eine oder andere Verhältnis auch zu verheirateten Frauen. Er war selbst auch verheiratet, aber anscheinend hat er es mit seinen ehelichen Treueschwüren nicht ganz ernst genommen. Eines steht fest. Auch wenn Heinz Kern von außen betrachtet sehr beliebt war, die Liste seiner möglichen Feinde war lang. 14. September 1972. Helga Kern nimmt ein Paket entgegen. Darin enthalten sind steirische Schmankerl, Würste, Bier, Speck und das von Heinz Kern besonders geliebte Verhackerte. Für die beiden ist es nichts Ungewöhnliches, Geschenke zu bekommen. Beigelegt ein mit Schreibmaschine verfasster Dankesbrief. Sehr geehrter Herr Kern, kurz vor Sommerende fahre ich mit meiner Frau noch kurz in den Süden und hoffe nach unserer Rückkehr auf ein baldiges Wiedersehen in Schladming. Weiters wünscht er noch guten Appetit. Unterschrieben ist der Brief mit Josef Mautner. Später stellt sich heraus, dass es diesen Namen nicht gibt. Also beide Personen, Frau und Herr Kern, waren anwesend, wie das Paket übergeben wurde oder abgegeben wurde vom Postbediensteten. Beide öffneten das Paket gemeinsam. Der Herr Kern wunderte sich noch über dieses Jausenpaket bzw. den Absender, den er nicht zuordnen konnte. Nachdem aber ein Schladming-Bezug drin entstanden ist, also im Inhalt dieses Begleitschreibens, hat er sich gedacht, dass das möglicherweise von einem Tanzkursteilnehmer aus dieser Gegend sein könnte, weil er dort eben Tanzkurse abgehalten hat. Am nächsten Tag machen sich Helga und Heinz Kern sowie die Eltern von Helga über die Jause her. Das Verhackerte wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht angerührt. Der Heinz Kern ist heimgekommen am Abend und hat sich eine Jause genommen, hat sich ein verhackert Brot gestrichen und nächsten Tag am Vormittag kam er ins Krankenhaus, weil er Bauchschmerzen bekommen hat und ist dann kurz darauf, einige Stunden darauf, verstorben. Sie war damals schwanger und sie sagt, das hat so faul geschmeckt und darum hat sie nicht mehr davon gegessen. In der Nacht ging es los.
Magenkrämpfe, Schüttelfrost, qualvolle Schmerzen. Am nächsten Tag kam er ins Krankenhaus. Dort starb er kurz darauf. Ein 38-jähriger sportlicher Mann stirbt ohne vorherige Anzeichen. Ungewöhnlich für die Ärzte und Ermittler. Also wird eine Autopsie beantragt. Es war die Todesursache nicht klar. Zunächst vermutete man eine Lebensmittelvergiftung. Aber es zeigten sich dann doch Umstände, die nicht darauf zurückschließen ließen. Ja, zumal auch die Frau Kern ja auch diese Lebensmittel in das Spital mitgebracht hat. Die Polizei hat das Paket natürlich genau untersucht. Sie hat alle Lebensmittel, die darin verpackt waren, auch genau untersucht und hat auch wirklich Tests unternommen, so wie es halt zur damaligen Zeit kriminaltechnisch möglich war. Und da hatte man wirklich festgestellt, dass Arsen in das Verhackert gemischt war. Arsen ist in geringer Form nicht giftig und kommt auch in zahlreichen Lebensmitteln wie Reis oder Milch vor. In einer hohen Dosis ist es aber lebensbedrohlich oder gar tödlich. Ja, grundsätzlich ist alles ein Gift, hat schon der Herr Paracelsus gesagt. Ja. Es hängt nur von der Dosis ab und der Frage, wie leicht kann ich einer Person dieses Gift zufügen, ohne dass sie es merkt. Wie der Täter sein Ziel erreicht, Heinz Kern zu ermorden, war ihm egal. Also obwohl das Paket nur an den Herrn Kern adressiert war und sich auch das Begleitschreiben nur auf den Herrn Heinz Kern bezieht, nahm doch der Täter Kollateralschäden in Kauf. Es hat halt nur der Herr Heinz Kern von diesem Verhackert gegessen und ist eben daran verstorben. Und gleich, die Beamten verfolgen die Spur des Giftpakets. Man hat eine sehr gute Beschreibung gehabt von dem Mann, der das Paket aufgegeben hat. Die Postbeamtin konnte sich sehr gut an ihn erinnern. Und ein neuer Zeuge meldet sich im Fall Aaron Gillam. Er hat Angst, dass der andere ihn anzeigt und er hat auch Angst, dass er seinen Job verliert. Im Jahr 1972 wird der Tanzlehrer Heinz Kern Opfer eines perfiden Giftanschlags. Gift wird historisch gesehen oft von Frauen verwendet. Steckt also eine verletzte Liebschaft hinter dem Mord? Oder sogar seine eigene Frau? Frauen tendieren dazu, weniger körperliche Gewalt bei einem Tötungsdelikt anzuwenden. Und daher neigen sie dazu, eher auch Methoden anzuwenden, die also mit direkter Gewalt nichts zu tun haben, sondern die halt einfach über die Schiene des Giftes auch ihren Erfolg erbringen. Es war immer auch im Mordfall Kern Deisel, so muss man auch sagen, die Witwe unter Verdacht, die eventuell von den Liebschaften ihres Mannes erfahren hätte können und dann eventuell Rache nehmen hätte können. Nachdem Frau Kern aber glaubhaft versichern konnte, dass sie nichts mit dem Mord zu tun hat, wurde sie nicht mehr im engeren Kreis der Verdächtigen gesehen. Steckt also eine Affäre hinter dem Mord? Das hat immer wieder auch eine Rolle gespielt, die Frauengeschichten, dass möglicherweise, ich kann mich erinnern an einen, den Freund einer Schwesternschülerin, mit der Heinz Kern ein Verhältnis gehabt haben soll. Und die hatte wieder einen Freund, der Chemiker war, also auch der ist in den Fokus gerückt. Das konnte man aber Jahre später dann ausschließen. Die Ermittler versuchen nun den Weg des Geschenkpakets zu verfolgen. Sie machen eine interessante Entdeckung, die sogar zum Mörder führen könnte. Gegenständliches Paket wurde einen Tag vorher, so gegen 14 Uhr, am Bahnhofspostamt aufgegeben. Aufgegeben von einem Mann, so hat das die Postamtsbedienstete beschrieben, von einem Mann, ca. 30 bis 35 Jahre alt, schlanke Figur, gut aussehend, so wurde er beschrieben, mit einem Anzug und einem Mantel bekleidet, möglicherweise auch mit einer Kopfbedeckung. Der Mann muss sich auch nach Aussagen der Postbediensteten ausgekannt haben. Er ist da bei einem Seitenangang reingegangen in das Postamt und zielstrebig zum Auslandspaketschalter gegangen. Und so hat er dann das Postamt auch wieder verlassen. Sie erinnerte sich außerdem, dass der Mann einen örtlichen Dialekt gesprochen hat und einen Kombi gefahren ist. Möglicherweise einen Volvo. Man hat eine sehr gute Beschreibung gehabt von dem Mann, der das Paket aufgegeben hat. Die Postbeamtin
konnte sich sehr gut an ihn erinnern, weil sie sich gewundert hat, um die Ecke, Kern hat um die Ecke gewohnt und der gibt dort das Paket auf und fragt auch noch, wie lange das Paket dauert. Die Personenbeschreibung würde zum größten Konkurrenten von Heinz Kern passen, den auch die Polizei im Visier hat. Die Ermittler kamen natürlich darauf, dass es doch eine Konkurrenz gab im Sinne dieser Tanzschule, dass es ja, ich denke, 4 Tanzschulen hat es zu dieser Zeit in Graz gegeben, dass da doch ein Konkurrenz- und ein Neiddenken da war mit dieser doch neuen Tanzschule Kern, die da sich auch versucht hat zu etablieren und auch gut angelaufen ist. Diese Beschreibung hätte zum Tanzschulbesitzer, zum Konkurrenten gepasst, aber die Postbeamtin hat dann das Ganze ein bisschen relativiert und gesagt, sie ist sich nicht 100% sicher. Und deshalb ist da auch nichts mehr herausgekommen. Die Ermittler versuchen, den Kreis der Verdächtigen aber über andere Wege einzugrenzen. Ihre Überlegungen? 60 bis 120 Milligramm Arsen reichen bereits, einen Menschen zu töten. Doch reines Arsen zu bekommen, war auch damals schwer bis unmöglich. Wer kann sich also Zugang zu dem hochgiftigen Arsen verschaffen? Für die Polizei muss es eine Person vom Fach gewesen sein. Arsen war nur Apothekern vorbehalten, Ärzten. Ein einfacher Mensch kam nicht zu Arsen. Und so vermutete die Polizei, dass der Mord in der Ärzteszene in Graz, in der Apothekerszene, in der Chemie-Biologie-Szene passiert sein könnte und dass der Täter in dieser Szene zu finden sei. Die Ermittler untersuchen die Schriftstücke und deren handgeschriebene Unterschriften. Können diese Merkmale zum Täter führen? Es wurden die Schriftstücke, die vorhandenen, untersucht. Dazu ist aber zu vermerken, dass es ja bei diesem Paket, dieser Absender, von dem wir schon gesprochen haben, ja nur um einen Namen handelt. Da ist ja Heinz Pfitzer oder ähnlich draufgeschrieben worden mit einem dicken Filzstift. Und im Begleitschreiben selbst, der wurde mit dem Namen Josef Mautner oder ähnlich unterschrieben. Alles andere war mit Maschinenschrift angefertigt und so zeigen sich auch Vergleichsmöglichkeiten nur eingeschränkt. Wir zeigen die Unterschriften der gerichtlich beeideten Gerichtssachverständigen, Dr. Marianne Nürnberger. Ist beides in Schreibschrift geschrieben, das heißt in verbundener sogenannter Laufschrift, was an sich gut ist für die Analyse, weil sich in dieser Art der Schrift eher individualtypische Merkmale abzeichnen, wie zum Beispiel in Druckbuchstabenschriften, wo man nur Groß- und Kleinbuchstaben unverbundene hat. Die sind also viel eher einfach nur schulschriftlich und haben weniger Raum für Individuelles. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass abgesehen von der Verbundenheit auch die Art der Verbundenheit übereinstimmt. Das ist ein Winkelzugschreiber. Die N und M sind winkelig geformt, heißt das ganz kurz erklärt. Das ist schon was sehr Individualtypisches. Also es legt schon nahe, dass es ein und dieselbe Person geschrieben haben könnte, beides. Was man auch sieht, ist auf ersten Blick so, nicht? Also eine Bewegungsgewohnheit, dass Striche hinauf nach rechts oben gerissen werden. Das ist auch etwas Individualtypisches, dass man dann, hätte man Vergleichsschriften vielleicht wiederfinden könnte. Die Graphologin kann nur oberflächlich ihre Analyse dazu abgeben. Fixe Angaben wären nur mit einer Vergleichsschrift möglich. Also jeder, der eine Handschrift ansieht und ein bisschen ein Gefühl für Bewegung hat, wird eine Intuition haben, nicht? Also ist das eher eine männliche, eher eine weibliche Schrift? Also ich denke schon, dass es nicht sehr viele Frauenschriften gibt, die so enge Winkelschreiber sind. Das wäre sicher eher etwas Seltenes. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Alle Spuren führen ins Leere. Keiner der Verdächtigen kann mit dem Mord in Verbindung gebracht werden. Steckt vielleicht ein Mordkomplott dahinter? Cold Case-Fälle sind sehr, sehr spannend. Es wurde schon ermittelt in diesen Fällen, sie sind ungeklärt geblieben. Und wir haben das Privileg, da noch einmal drauf zu schauen und alles daran zu setzen, vielleicht den einen oder anderen Fall doch noch aufzuklären. Die Ermittler versuchen, alle Beweismittel mit neuesten technischen Mitteln zu analysieren und Spuren, die auf eine mögliche Täterschaft hinweisen, zu untersuchen. So auch im Fall rund um den Grazer Tanzlehrer Heinz Kern. In den Fokus der Untersuchungen kommt die Briefmarke, die am Paket angebracht war.
Beweismittel sind ein großes Thema. Beweismittel werden im Normalfall bei den Landesgerichten oder Gerichten in den Depositenräumen, in Lagerstätten verwahrt. Da ist natürlich immer wieder die entsprechende Lagerung. Kann mitunter problematisch sein, dass es Spuren ganz einfach vernichtet oder Spuren nicht mehr in dieser Qualität vorhanden sind. Doch diesmal haben die Beamten Glück. Nach 48 Jahren wird eine DNA-Mischspur gefunden. Kann der Fall aufgelöst werden? Ja, unter einer Mischspur versteht man, wenn zum Beispiel auf einem Messergriff das Blut des Opfers und die DNA des Täters auf einem Abstrich vorhanden sind, weil man nimmt dann vom Messergriff einen Feuchtabrieb und dann hat man die DNA vom Haltenden und die DNA vom Blutenden. Das nennt man dann eine Mischspur. Doch auch die DNA-Spuren führen zu keinem Täter. Sie beginnen Zeugen von damals zu befragen. Zeugenvernehmungen, gerade bei Cold Case-Ermittlungen, sind schwierig. Man muss da sehr großes Einfühlungsvermögen haben. Es ist logisch, dass sich Zeugen an vieles vielleicht nicht mehr erinnern können, das nicht mehr so präsent haben, im Kopf haben. Aber gerade bei Cold Case-Ermittlungen ist es das Interessante, dass ja mitunter Verbindungen, die es damals gegeben hat, zwischen Personen nicht mehr bestehen, Zeugen auch vielleicht keine Abhängigkeitsverhältnisse mehr finden und dadurch möglicherweise auch andere Wahrnehmungen preisgeben oder Wahrnehmungen von damals heute anders betrachten und heute anders aussagen. Das Jahr 2001, 29 Jahre nach der Ermordung von Heinz Kern. Ein Brief langt bei der Polizei ein. Der Absender anonym. Der wollte darauf deuten oder hinweisen, dass der Herr Kern möglicherweise mit einer Krankenschwester ein Verhältnis gehabt haben könnte. Auch dieses Schreiben wurde untersucht. Zu diesem Schreiben oder das Schreiben konnte auch nicht in Übereinstimmung gebracht werden mit möglichen Verfasser beziehungsweise auch nicht mit diesen beiden schon erwähnten Unterschriften. Doch dann können die Beamten doch einen interessanten Hinweis finden, der aber schlussendlich den Täterkreis vergrößert. Das Arsen wurde genauer analysiert und es wurde festgestellt, dass es sich um Hittrach handelt. Im Volksmund auch Alpenkoks genannt. Kommt vom Namen Hüttenrauch und ist eine Ablagerung in einer Rauchkugel. Und diese Ablagerungen, die findet man auch heute noch in der Steiermark in alten Bauernhäusern. Die hat man von den Wänden gekratzt und sie hatten so eine aufputschende Wirkung. In der großen Dosierung allerdings konnte Hittrach auch tödlich wirken und das war im Fall Kern so. Die Beamten erstellen ein Täterprofil, um mehr über den Täter oder die Täterin zu erfahren. In diesem Fall ist es natürlich ein perfider Plan gewesen, den der Täter verfolgt hat. Er hat sich einen Aufwand gemacht, er hat dieses Jausenpaket zusammengestellt, hat auf jeden Fall in das Verhackert dieses Arsenik vermengt oder reingemischt, sodass das eben nicht auffällig ist und hat das Paket dann verschlossen und abgegeben auf dem Postamt. Also es ist ihm schon natürlich ganz bewusst darum gegangen, die Tat gezielt und verdeckt durchzuführen. Man kann daraus schließen, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit auch in seinem anderen Leben, also vielleicht im Beruf oder im Privaten, ein genauer Mensch war oder ist. Ansonsten wird es schwierig sein, den Täter einzuschätzen. Wer hat Heinz Kern ermordet? War es eine Liebesaffäre? Ein Konkurrent? Ein eifersüchtiger Ehemann? Oder kommt der Mörder sogar aus der eigenen Familie? Bis heute tappen die Beamten im Dunkeln. Aus meiner Sicht ist es möglich, dass der Täter noch lebt. Wenn er damals 20 Jahre alt war, dann wäre er heute 70. Und solange die Polizei glaubt, dass der Täter noch lebt, gibt sie die Ermittlungen nicht auf. Und es ist durchaus möglich, dass es auch Mitwisser gibt, die sich jetzt noch bei der Polizei melden können, dass sie ihr Schweigen brechen. Und solange die Polizei die Gewissheit hat, dass der Täter nicht gefunden ist, und die hat sie bis jetzt, gibt sie nicht auf. Vergiften ist ja eigentlich, spricht ja eigentlich für eine Frau. Aufgegeben ist das Paket von einem Mann worden, also vielleicht waren Mann und Frau, die zusammengespielt haben, war der Mann allein. Hat der Mann überhaupt nichts zu tun mit der Tat? An diesem Fall wie an anderen Cold Cases interessiert mich natürlich dieser Zeitraum. In diesem Fall sind das 50 Jahre, also ein sehr langer Zeitraum.
Man kann auch aufgrund dessen natürlich auch bei Cold Cases nicht immer davon ausgehen, dass ein Täter verurteilt werden kann, weil der vielleicht auch gar nicht mehr lebt. Aber Gerechtigkeit hat aus meiner Sicht viele Formen und die Wahrheit ist eine davon. Und gleich kommt Licht in den Fall Aaron Gillan. Also man kann in diesem Fall meiner Meinung nach überhaupt nichts ausschließen. Man kann kein Selbstmord ausschließen, aber auch kein Verbrechen. Doch nach der Ausstrahlung der Sendung Ungelöst Cold Case Austria meldet sich ein neuer Zeuge. Da hat er mit einem Gast eine Auseinandersetzung und zwar hat das unter der Dusche stattgefunden. Was da genau war, wissen wir nicht. Jedenfalls, er hat ihm demjenigen einen Stoß gegeben, der ist ausgerutscht und hat sich den Kopf angeschlagen. Aaron Gillan verschwindet am 29. Oktober 2007 unter mysteriösen Umständen. Zuletzt wurde er in einer Herrensauna in Wien gesehen. Wir wissen bis heute nicht, war es tatsächlich Aaron Gillan, der gesehen wurde, beziehungsweise wir wissen bis dato nicht, wo ist Aaron Gillan tatsächlich verblieben. Also man kann in diesem Fall meiner Meinung nach überhaupt nichts ausschließen. Man kann kein Selbstmord ausschließen, aber auch kein Verbrechen. Der junge Amerikaner läuft nackt aus dem bekannten Kaiserbründel. Doch was war der Grund? Also das ist das Kaiserbründel, die Sauna, aus der der Aaron Gillan verschwunden ist. Wo er rausgelaufen ist quasi und dann verschwunden ist im Jahr 2007. Ein Streit? Oder war es doch ein psychischer Ausnahmezustand? Keiner weiß genau, was vorgefallen ist. Die Polizei hat später gesagt, es hätte einen Streit gegeben in der Sauna. Aber was genau für ein Streit das war, wie schlimm dieser Streit war, das weiß man nicht. Es gibt von den befragten Zeugen keine unmittelbare Wahrnehmung zur Ursache, warum er fluchtartig diese Sauna verlassen hat. Ungefähr hier in dem Bereich, bei den Stufen, hat ein Zeuge den Aaron Gillan gesehen, wie er da quasi nackt vorbeirennt an diesem Oktoberabend im Jahr 2007 in Richtung Donaukanal möglicherweise und vom Kaiserbründel kommend. Hat sich Aaron Gillan in den Donaukanal gestürzt? Wollte er ein neues Leben beginnen? Oder ist er einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Die Ermittler tappen bis heute im Dunkeln. Abgekehrt heißt, ein Mensch ist plötzlich weg. Und jetzt möchte ich wissen, warum. Es gibt immer wieder die Sache, naja, ist ja voll, er kann machen, was er will. Ja, das stimmt, er kann machen, was er will. Aber zuerst möchte ich wissen, warum er weg ist. Für die Mutter ist das Verschwinden ihres Sohnes eine Tortur. Sie will ihn bei sich in der Nähe haben und in Würde Abschied nehmen. I want my son's remains so I can bury him. That's what I ask God every night. Am 10. April 2021 strahlen wir die erste Folge Ungelöst Cold Case Austria aus. Dabei berichten wir auch zum Fall Aaron Gillan. Einige Wochen nach der Ausstrahlung meldet sich ein Zeuge bei dem Verein Österreich findet euch. Es hat sich bei uns ein Zeuge gemeldet oder eine Auskunftsperson, die damals in der Sauna gearbeitet hat. Es stellt sich heraus, dass dieser Zeuge im Kaiserbründel gearbeitet hat. Er kannte Aaron, der die Sauna oft besuchte und Stammgast war. Wir können den Zeugen telefonisch erreichen. Er will anonym bleiben, gibt uns aber ein Interview per Telefon. Er war ein sehr häufiger Saunagast und ich habe damals dort 2 Tage die Woche gearbeitet. Und er war auch sehr auffallend, weil er war so ein total durchtrainierter Typ. Etwa ein Jahr vor seinem Verschwinden hatte Aaron einen vielleicht folgenreichen Streit. Da hat er mit einem Gast eine Auseinandersetzung und zwar hat das unter der Dusche stattgefunden. Was da genau war, wissen wir nicht. Jedenfalls, er hat ihm demjenigen einen Stoß gegeben, der ist ausgerutscht und hat sich den Kopf angeschlagen, entweder an der Armatur oder an den Fliesen an der Wand und hatte so eine kleine
Platzwunde, ja. Dieses Ereignis war ein einschneidendes Erlebnis für Mike, wie Aaron auch genannt wurde. Zu mir hat einmal der Mike, den ich in der Weiburggasse getroffen habe, bevor er in die Sauna gegangen ist, gesagt, er hat Angst, dass der andere ihn anzeigt und er hat auch Angst, dass er seinen Job verliert. Trafen die beiden rund ein Jahr nach dem Streit wieder aufeinander. Eskalierte dieser nun vollends. Für den Zeugen gibt es keine Erklärung, was an dem besagten Abend des 29. Oktober 2007 passiert ist. Für Christian Mader sind die Informationen zwar nicht genug, um den Fall zu klären, aber es ist ein weiteres wichtiges Puzzlestück in einem mehr als eigenartigen Cold Case. Man muss sich wirklich vorstellen, es sind etliche Jahre her und da hört oder sieht jemand diesen vermissten Fall und meldet sich dann tatsächlich und sagt, ich habe da auch was gesehen. Und das ist für mich ein Beweis, dass man das einfach auch in Zukunft, das muss man so weitermachen. Aaron Gillan, Heinz Kern und das unbekannte erhängte Mädchen in Spanien. Wenn Sie Hinweise haben, dann wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle oder schreiben Sie uns unter atv.at/ungelöst.